Beruf oder Baby? Diese Frage stellen sich nach wie vor viel zu viele Frauen in Österreich. Die Hälfte aller Vollzeitjobs ist nicht mit der Kinderbetreuung vereinbar. Ich empfinde es einfach irgendwie als unfair, weil ich würde gerne mehr arbeiten. Hello. Es geht aber nicht, nur weil ich als Frau die Kinder bekommen habe. In Folge 4 schauen wir uns an, wie es um den Ausbau von Kindergärten und Krippen steht und wie die Kinderbetreuung eine Schlüsselrolle im Kampf gegen den Arbeitskräftemangel spielen kann. Das heißt, das Wichtigste wäre hier vielleicht nicht noch neue Plätze zu bauen, sondern primär sich darauf zu fokussieren, dass die wirklich lang genug offen haben. Außerdem unterschätzen wir die frühkindliche Bildung als solche und was bringt sie für das spätere Leben? Kinder lernen in der Zeitspanne eigentlich so viel wie nie mehr in so kurzer Zeit. All das jetzt in unserer Reportage Spezial. Edith, Heidi und Maria sind ein eingespieltes Team. Denn die alleinerziehende Juristin Edith Auer aus Oberösterreich muss den Tag genau durchtakten. Job und Kinderbetreuung unter einen Hut zu bekommen, bringt die Mama einer 6- und 8-jährigen Tochter oft an ihre Grenzen. Das ist voll stressig. Man möchte vielleicht noch was fertig machen oder man sollte noch etwas fertig machen, damit es einfach erledigt ist. Und das geht aber nicht, weil man muss die Kinder um 13 Uhr holen. Spätestens. Karriere und Kind, alles kein Problem. Das hat sich Edith Auer, wie viele Frauen ihrer Generation, leichter vorgestellt, als sie 2016 mit ihrer Tochter schwanger wird. Ich glaube, man ist da so in einer Bubble, man kriegt ein Kind und denkt irgendwie nicht weiter, zumindest war es so bei mir. Ich habe geglaubt, das ist so ein statischer Zustand, jetzt ist das Kind ist ewig klein, aber das geht dann relativ rasch und dann sind die Kinder eineinhalb oder zwei und dann kommen so die Gedanken, okay, wie läuft das jetzt? Der Kindergarten in ihrer Gemeinde hat nur bis mittags offen, das heißt, sie muss ihre Arbeitszeiten drastisch runter reduzieren. Und dann waren es nur mehr 12 Stunden. Und für diese 12 Stunden kriegt man halt dann irgendwelche Tätigkeiten. Und für den Anfang findet man sich dann damit ab, weil man sich denkt, okay, passt, jetzt habe ich eh die Kinder und habe einen Stress und muss eh Mittag nach Hause und so. Aber irgendwann denkt man dann darüber nach und denkt sich, na, also hallo, ich habe eine gute Ausbildung und ich mache jetzt nur mehr Hilfstätigkeiten. Edith Auer ist kein Einzelfall. 65.200 Frauen haben laut einer aktuellen Studie des AMS angegeben, dass sie gerne mehr arbeiten wollen, aber nicht können. Besonders in den ländlichen Regionen haben die Kindergärten oft nur vormittags geöffnet. Auch wenn sich in den letzten Jahren viel getan hat, wie Ökonomin Monika Köppel-Turiner vom Wirtschaftsforschungsinstitut Eco Austria erklärt. Wir haben relativ viele neue Plätze bekommen in den letzten Jahrzehnten, auch am Land. Aber es ist oft so, dass es gar nicht möglich ist, Vollzeit zu arbeiten, weil Kindergärten um 14 Uhr schließen. Das sehen wir in der Statistik etwa in Tirol oder in Oberösterreich recht gut. Da sind die Öffnungsstunden wirklich sehr, sehr kurz. Das heißt, das Wichtigste wäre hier vielleicht nicht noch neue Plätze zu bauen, sondern primär sich darauf fokussieren, dass die wirklich lang genug offen haben, dass sich die beiden Partner aussuchen können, in welchem Ausmaß sie wirklich arbeiten wollen. Insgesamt besuchen knapp 330.000 Kinder unter 6 Jahren Betreuungseinrichtungen. Kinderbetreuung ist dabei noch immer Frauensache. Nur 70% der Frauen mit Kindern unter 15 sind 2022 arbeiten gegangen, 3/4 davon Teilzeit. Das hat zum Teil steuerliche Gründe. Oft ist das die Frau, der Zweitverdiener oder die Zweitverdienerin in der Familie, die sagen, das lohnt sich nicht wirklich, weil wir haben genug und wenn ich jetzt um 5 Stunden meine Arbeitszeit erhöhe, dann habe ich eigentlich kaum mehr netto davon. Also der erste Stelle wäre natürlich das Überdenken der Progression in dem Steuersystem. Aber auch ein traditionelles Rollenbild spielt mit. Das ist primär kulturell bedingt. Das sehen wir tatsächlich in der Daten, dass in Österreich noch ein relativ traditionelles Familienbild herrscht. Das heißt, auch selbst wenn man junge Frauen fragt, viele würden sagen, das ist nicht gut für das Kind, wenn ich Vollzeit arbeite gehe. Das sehen wir in den Umfragen. Das ist zum Beispiel in Skandinavien ganz, ganz anders. Deswegen wahrscheinlich ist es so schwierig, das Kinderbetreuung auszubauen. Das heißt immer, es gibt nicht genug Nachfrage. Und natürlich ist es irgendwas dran an diesem Argument. Diese Modelle, die ändern sich nicht so schnell. Besonders bei der Betreuung der unter 3-Jährigen hinkt Österreich hinterher. Laut dem Barcelona-Ziel der EU sollen bis 2030 45% der Kinder unter 3 Jahren an frühkindlicher Betreuung, Bildung und Erziehung teilnehmen.
Österreich liegt aktuell bei rund 33% und hat damit erst vor kurzem das alte EU-Ziel erreicht. Der Kindergarten der Stiftung St. Nikolaus in Wien-Hietzing. Die Pädagoginnen betreuen hier in 5 Gruppen rund 100 Kinder zwischen 0 und 6 Jahren. Es gibt immer viel zu tun, wie wir bei unserem Interview mit der Elementarpädagogin Jasmin gleich zu Beginn bemerken. Weil man halt eben auch die... Eli, du schau mal. Können wir uns vielleicht woanders hinsetzen? In unserem Fall ist es so, dass wir 20 Kinder in der Gruppe haben. Und wir sind 2 Personen, ich als Pädagogin und meine Assistentin sind in der Gruppe für diese 20 Kinder zuständig. Und ich denke schon, dass das ein großer Spagat ist, den man versucht zu machen zwischen 2-Jährigen und 6-Jährigen, weil halt eben ganz unterschiedliche Bedürfnisse abgedeckt werden müssen. Und ja, auch die Entwicklung der Kinder ganz unterschiedlich ist. Und das ist noch in dem privat geführten Kindergarten gut, denn Gruppengrößen bis zu 25 sind gerade in städtischen Kindergärten keine Seltenheit. Empfohlen werden eigentlich Gruppengrößen von 18. Zum Vergleich, in Dänemark etwa, einem Vorzeigeland in puncto Kinderbetreuung, kümmert sich eine Betreuerin um maximal 7 Kinder. Der Kindergarten in Hietzing hat bis 19.30 Uhr geöffnet. Dass das nicht überall so ist, erklärt die stellvertretende Leitung so. Und zu den Öffnungszeiten ist halt eben auch zu erwähnen, dass es halt leider keine bundesweiten einheitlichen Rahmenbedingungen gibt, was das Ganze erschwert. Oft ist es laut Betreuungsstellen außerdem schwierig, den tatsächlichen Bedarf zu ermitteln. Es fehlt an Personal und in der Vergangenheit auch an den finanziellen Mitteln. Doch es tut sich mittlerweile was. Die Regierung hat die Vorschläge der Wirtschaftskammer aufgegriffen. 4,5 Milliarden investiert sie bis 2030 in den Ausbau der Kindergärten. Und die ersten Effekte zeigen sich bereits nach einem Jahr. Der Anteil der Kinder bis 5, die auch Vollzeit betreut werden können, ist von 52% auf 59% gestiegen. Insgesamt werden 15% mehr Kinder so betreut, dass die Eltern Vollzeit arbeiten gehen können. Die Investition ist laut Experten lohnenswert. Sie kommt 8-fach zurück. Da haben wir unzählige Belege, dass die Kinder danach besser sprechen können, haben bessere schulische Ergebnisse, haben viel, viel höhere Wahrscheinlichkeiten, beispielsweise aufs Gymnasium zu gehen. Sie haben bessere Gesundheit. Wir sehen in Daten aus Skandinavien, wo man die Menschen dann 30, 40 Jahre lang beobachten kann in der Daten, dass ein Kind, das im Kindergarten war, 30 Jahre später noch immer viel weniger abhängig von Sozialleistungen ist und höhere Einkommen erzielt. Das sind enorme Produktivitätseffekte für die Wirtschaft. Die schlagen natürlich nicht sofort, aber es ist auf Dauer sehr, sehr wichtig für die Wirtschaft, dass diese Bildungsstufe funktioniert. Noch eventuell ein Aspekt, eine sehr, sehr wichtige Integrationsmaßnahme. Wir sehen natürlich dann auch, dass beispielsweise die Kinder besser Deutsch sprechen, wenn sie schon im Kindergarten Kontakt mit anderen Kindern hatten, weswegen wir uns dann ein paar andere Probleme im Schulsystem später ersparen könnten, wenn wirklich hier gescheit in früheren Jahren investiert wird. Etwas, was Jasmin jeden Tag aufs Neue erlebt. Kinder lernen in der Zeitspanne eigentlich so viel wie nie mehr in so kurzer Zeit, weil sie einfach so vieles sehr schnell wirklich auch aufnehmen und auch verarbeiten. Das zeigt halt auch und zeigen auch unterschiedliche Forschungen. Nach jahrelangem Hin und Her schafft es auch Edith Auer letztes Jahr, einen Nachmittagsbetreuungsplatz zu organisieren. Beide Kinder sind mittlerweile bis 16 Uhr versorgt. Heuer wechselt die Jüngere in die Schule. Edith hat auf 20 Stunden aufstocken können. Vollzeit geht sich aber noch immer nicht aus. Ich empfinde es einfach irgendwie als unfair, weil ich würde gerne mehr arbeiten und ich hätte auch die Möglichkeit. Und es geht aber nicht, nur weil ich als Frau die Kinder bekommen habe. Ich gehe ja gern arbeiten und ich mag mich ja gern weiterentwickeln und ich mag nur gern was dazulernen. Und das ist der Punkt da. Es geht nicht immer nur ums Geld. Edith hofft, dass es ihre beiden Töchter mal leichter haben werden. Kampfgeist haben sie wohl auf jeden Fall schon mal von ihrer Mama gelernt. Bessere Kinderbetreuung ist ein wichtiger Schlüssel, um auf den fehlenden Personalmangel zu reagieren. Doch es braucht viel mehr, wie sich in unserer 4-teiligen Reportage gezeigt hat. Es wird Arbeitskräfte aus dem Ausland brauchen, um die Wirtschaft, so wie wir sie kennen, am Laufen zu halten. Ein wesentliches Element ist dabei die Zuwanderung durch die Rot-Weiß-Rot-Karte.
Aber auch Anreize, etwa durch Steuervergünstigungen auf Überstunden oder in der Pension, würden wesentlich dazu beitragen, dass mehr gearbeitet wird. Und letztlich wir als Wirtschaftsstandort wettbewerbsfähig bleiben. Was glaubst du, was ist die beste Maßnahme gegen den Arbeitskräftemangel? Hinterlass uns dazu gerne einen Kommentar. Und wenn du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere doch unseren Kanal. Wir haben für dich die wichtigsten Wirtschaftsstories und News. Einfach und kompakt.